hier gerade in einer Gegend unterwegs, wo ich noch nicht war, so kleine Dörfchen. Ja, und da gibt es auch eine schöne Online-Simulation für Windkraftanlagen. Da kann man ein bisschen experimentieren. Und wenn man diese Simulation startet, dann sieht das so aus. Man kann hier ein paar Sachen einstellen. Windkraftanlage im Wind, automatische Steuerung. Dann kann man die Höhe verändern. Und sieht man auch schon, dass sich die Leistung entsprechend ändert und mehr wird, je höher der Turm wird und je länger die Propeller. Was kann man noch? Stellung der Rotorblätter in Grad. Ja, das ist interessant. Also das kennt man, wenn man die Hand beim Autofahren aus dem Fenster hält und die dann unterschiedlich stark in den Wind stellt, also unterschiedlich vom Winkel, dann ist der Widerstand unterschiedlich groß, beziehungsweise die Hand will dann so nach oben fliegen, das ist der Auftrieb. Und das kann man hier halt auch beeinflussen. Ich kann das Ding einfach mal starten. Und jetzt muss man hier oben gucken, 1747 Kilowatt. Wenn ich jetzt den Winkel vergrößere, wird der Wert oben geringer. Wenn ich den Winkel jetzt verkleinere, wird der Wert oben zunächst größer, 2435. Aber jetzt macht er eine Warnung. Das heißt, ach so, es wird zu viel. Mal sehen, was passiert, wenn ich noch die Windgeschwindigkeit erhöhe. Oh, dann geht er kaputt. Oh je. Ja, muss man dann anhalten. Dann muss man auch eine neue Anlage bauen, weil die ist jetzt kaputt. Kann man jetzt nicht nochmal starten. Hier ist hin. Neue Anlage. Ja, lustige Sache. Wer sich mit Aerodynamik bereits beschäftigt hat, der kann auch sich was Professionelles kostenlos runterladen. Das wurde von der Universität Berlin, von der TU Berlin, im Rahmen einer Forschungsarbeit entwickelt. Kostet nichts, kann man sich einfach runterladen. Habe ich natürlich gleich gemacht. Und das ist aber ziemlich schwierig zu bedienen, das Programm, sage ich gleich. Also im Prinzip kann man wunderbare Visualisierungen damit hinbekommen. Aber man sieht schon hier anhand der vielen Zahlen und so weiter, da muss man sich ein bisschen auskennen oder reinfummeln oder wenn man halt schon ein bisschen Background hat. Ich komme ja nur aus dem Modellflug,
Da hatte ich natürlich auch mit so Sachen zu tun, aber das hier ist noch mal spezieller. Aber man kann das Programm, wie gesagt, kostenlos runterladen. Man kann sich hier Profile selber basteln und dann kann man hier, da sind so Anfasser, da kann man dann das Profil mit verändern. Und dann kann man sich ein Polardiagramm erstellen lassen und dann halt die Leistungsfähigkeit überprüfen. Ja, kann man halt so ganz lustige Sachen machen. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Da kann man dann also so ein Polardiagramm sich erstellen lassen mit den ganzen Widerstands- und Auftriebswerten und so. Naja gut, das ist halt für Leute, die da also mehr so eine Art wissenschaftliches Interesse haben. Jo. Ja, auf jeden Fall lustig hier diese Sache, ne? Könnt ihr mal ein bisschen rumspielen. So, dann gibt es hier noch was Interessantes und zwar ist das ein Open Source Windkraftanlagenprojekt. Da kann man, also es ist für Privatleute, da kann man sich selber eine Windkraftanlage bauen und kann vorher schon mal ausrechnen, wie leistungsfähig die sein wird. Besonders wichtig ist der Standort. Man sieht hier anhand der Werte, ich hätte das ein bisschen runter scrollen, also hier sieht man Stromerzeugung, da sieht man einen Wert, eine Windgeschwindigkeit. Und wenn ich jetzt hier die Lage ändere, den Standort ändere, zum Beispiel nach NRW, Rheinland, dann ist hier der Wert geringer jetzt. Hier kann man auch noch was ändern. Die nennen Leistung dieser Turbine, die vom Wind also angetrieben wird. So, was haben wir denn noch? Nehmen wir mal hier so meine Gegend. Südhessen. Windverteilung, Windgeschwindigkeit. Ach so, hier kann man auch noch mal drehen. Die Höhe, wenn ich einen 95 Meter hoch mache, würde die Energieausbeute entsprechend besser. Aber realistisch ist ja mehr sowas hier. 12 Meter, 10 Meter. 10 Meter ist das geringste. Oder Schleswig-Holstein. Da ist mehr Wind. Ja. Ja, auch eine lustige Sache. Da geht es dann noch weiter runter. Hier gibt es auch noch mehr, was dieses Programm ausrechnet. Die Links mache ich alle in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch da mal anschauen. Jo.